Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Hallo, schönen guten Abend. Wir werden jetzt beginnen und vielleicht kommen diejenigen, die noch interessiert sind an der Rede, noch ein bisschen dichter zu uns. Dietrich, fotografier mal bitte nicht so viel. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ulrich-Zieger-Verwandtschaft, langjährige Zieger-Gemeinde, auserwählte französische Gesandtschaft, ich freue mich wirklich außerordentlich, Sie heute Abend zu dieser Ausstellung und zu dieser Eröffnung begrüßen zu können. Ich möchte zwei Bemerkungen meinen einführenden Worten voranstellen. Zum einen lasse ich in meiner Rede an vielen Stellen Ulrich Zieger zu Wort kommen, ohne das groß deutlich sozusagen mit einem Zitathinweis zu machen. Ich werde also immer dann, wenn Ulrich Zieger zu Wort kommt, einen Schritt nach vorne gehen. Ich hoffe, das kriege ich hier mit diesem Mikro hin. Das ist ein bisschen so eine Rockerpose, die ist vielleicht für Ulrich Zieger gar nicht so unangemessen. Und wenn Christian Ulrich spricht, gehe ich einen Schritt zurück. Zum anderen möchte ich sehr froh und glücklich Alexandra Heimberger aus Köln begrüßen, die uns ein Liedprogramm mitgebracht hat, das Bezug nimmt auf zum einen auf die weitreichenden musikalischen Vorlieben Ulrich Ziegers. Des Weiteren hat der Autor oftmals auch in seine Prosatexte Verse eingebaut, die wie auch viele seiner Gedichte einen liedhaften Klang haben. Zu zwei Ziegertexten hat Alexandra Heimberger eine Melodie gefunden. Davon hören wir zuerst aus dem Roman Durchzug eines Regenbandes einen Text, den der Schriftsteller mit dem niederländischen Badeort Scheveningen verknüpft hat. Ein Ort, den übrigens auch Max Beckmann zeichnend, malend und schwimmend gern besuchte. Ach, Scheveningen, Kleines. Scheveningen, Kleines, kein Mensch hatte mich lieb. Nichts auf der Welt war meines, so wurde ich zum Dieb. Ach, Scheveningen, Stilles, bald werde ich gesagt, er will es, kein Hund mehr an mich denkt. Läutet die Glocken heller, mein Schlauchboot schmierte ab. Mir gab es nur den Propeller, die ging zu mir ins Grab. Kein Mensch hatte mich lieb, nichts auf der Welt war meines, so wurde ich zum Der Lungenfisch spricht aus der Tiefe, aus der er nicht wieder zurückkehrt im nächsten Jahrtausend. Der Mann, der die Bücher gerettet hat, wurde verjagt und die Frau, die den Mann begriff, wurde gesteinigt. So geht die Welt in sternförmigen Kreisen und einer Gesinnung, der nichts Substanzielles erwächst. Was tun wir denn da, holde Zweiflerin?
Auch ich kann das im Grunde nur stottern, doch sehe ich bei Tag und Nacht, wie uns die Knochen schlottern. Während der Vorbereitung zu dieser Ausstellung wurde ich bei den Begegnungen mit Freunden, Wegbegleitern und Verwandten nach kurzer Zeit immer gefragt, und woher kanntest du den Ulrich? Ich kannte ihn nicht persönlich, obwohl wir uns in drei verschiedenen Städten zur gleichen Zeit aufhielten. Ich begegnete ihm in Magdeburg nicht, indem ich wie er aufwuchs. Ich traf ihn in Berlin nicht, wo ich ab 1991 studierte und von da an auch lebte. Und auch in Montpellier, das ich im Frühjahr 2015 besuchte, um der Biografie von Paul Valéry und dem Lauf der Sonne zu folgen, lief er mir nicht über den Weg. Aber nicht nur, dass wir uns persönlich nicht kannten. Ich kannte bis zum 23.07.2015 auch keinen seiner Texte. Ziegers letztes Gedicht Gesöff, aus dem die eben zitierten beiden Strophen stammen, erschien quasi als Nachruf im digitalen literarischen Magazin der Fischer Verlage. Dies war meine erste Berührung mit Ziegers Arbeit, eine Initialzündung, eine Zuneigung von Anbeginn. Eine Ausstellung zu Ulrich Zieger müsste Ulrich Zieger zusammenstellen, möchte ich in Abwandlung eines Satzes von Hermann Bachmann sagen. Ich habe es trotzdem versucht. So wie ich mich allmählich dem Werk und der Person näherte, so versucht diese Ausstellung gleichsam als Nachvollzug dieser Schritte eine persönliche Auswahl an Material aus den verschiedenen Arbeitsfeldern Ziegers zu zeigen. Neben den Veröffentlichungen Foto- und Videodokumentationen, Hörspielproduktionen, Zeichnungen und Theaterplakaten sind in dieser Ausstellung Arbeiten anderer Künstler zu sehen, die Bezüge zu Ziegers Texten, seiner Biografie oder seinem Arbeitsansatz und Selbstverständnis als Künstler haben. Ich bin ein nicht von Haus aus unglücklicher Mann mit großen Füßen, an alten Flüssen aufgewachsen, stand ich irgendwann am Meeresstrand, schreibt der Schriftsteller in einem seiner Gedichte. Die Fotos zeigen ihn als einen Mann mit 100 verschiedenen Gesichtern, vielfältig wie seine künstlerische Arbeit, zerfasert in vielfache Aufbrüche, janusköpfig, widersprüchlich, unidentisch. Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketal sitzen heut im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Ja, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gämmertauben vergiften im Park. Gämmertauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube, unter jeder vergifteter Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark, beim Taubenvergiften im Park. Schatz, gib in das Arsen geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streu's übers Grahambrot, kreuz über quer, nimm Scherze, die's fressen so gern. Erst verjammer die Spatzen, die tun um alles verbatzen. So ein Spatz ist zu geschwind und frisst Gift auf ihm nu. Und das arme Tauberl schaut zu. Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier. Geh mal Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein gewisses Pläsier, als das Tauben vergiften im Park. Der Hansel
gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt's zu ihren Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe stark beim Taubenvergiften im Park. Nimm für uns was zum Naschen in der anderen Tasche. Gehen wir Taubenvergiften im Park. Zieger wurde 1961 in Döbeln geboren, lebte bis 1970 in Waldheim und verbrachte die Jugend von 1970 bis 1981 in Magdeburg, wo er eine Lehre zum Chemigraphen durchläuft. Hinzu kommt, dass ich in meiner Kindheit sehr viel Angst gehabt habe vor Jahreszeiten, vor Nachmittagen, vor bestimmten Menschen wie dem Sportlehrer Napirella, vor Nachrichten. Im Winter, wenn die Leute genauer erzählten, waren es die flüchtenden Frauen aus der Psychiatrie, welche die eine Hälfte des Zentrums der Stadt meiner Kindheit bildete. Dann wieder waren es die Männer aus dem Zuchthaus, der anderen Hälfte des Zentrums von Waldheim, die Erdarbeiten verrichteten. Gezeichnet mit gelben Streifen auf der Kleidung, von Hunden und Polizisten umstellt, die täglichen Selbstmörder, Frauen, die sich an Klostrippen und an den Fassaden ihrer Häuser hängten, sich vergaßten. 1981 geht Ulrich Zieger nach Berlin und arbeitet als Hersteller im Deutschen Verlag der Wissenschaften. Vermutlich wirst du gehört haben über Stefan, dass ich nun meine Dinge nach B gebracht habe und versuche hier zu wohnen. Es scheint, als hätte mir der Ortswechsel nicht geschadet. B ist schön und grausam und voll ungeahnter Schrecken und ist doch eine Stadt, die ich lieben will. Die Einsamkeit scheint es hier größer als anderswo und verschaut kaum einen. Jedoch bleibt viel Zeit dadurch für ruhige Gedanken. Ich habe begonnen, wieder zu malen und einiges zu schreiben. Zieger malt und zeichnet und schreibt neben und während der Arbeit im Verlag eine Auseinandersetzung und Reflexion über das Wort und das Bild, mit der er schon in Magdeburg begonnen hatte. Anfänglich nutzt er einen volkseigenen Poesietransformator, die Schreibmaschine einer Kollegin. Es folgen erste Veröffentlichungen in diversen literarischen Untergrundzeitschriften. 1985 schrieb Ulrich Zieger sein erstes Theaterstück »Die Sonne ist blau«, das sich motivisch mit dem Kindermörder Jürgen Bartsch auseinandersetzt. Das Stück wurde in der DDR vom Henschel Schauspielverlag und den Verantwortlichen des Berliner Ensembles diskutiert, jedoch weder verlegt noch inszeniert. Ich sah in Jürgen Bartsch so etwas wie den rußigen Bruder von Rudi Dutschke, einen, der es nicht mehr geschafft hat, einen Satz zu bilden, einen, der mit seiner Sprachlosigkeit identisch wurde, wenn du so willst, vollkommen in ihr verschwand, ohne das zu begreifen. Ich war in den 60er Jahren Kind und wenn ich auf der Suche nach den Erinnerungsfotos bin, dann bin ich in jenen dumpfen 60er Jahren. Dort ist mir das Provinzschicksal des Jürgen Bartsch natürlich näher als politische Ideale aus zweiter Hand. Mein Leben handelt bislang eben auch von jener Sprachlosigkeit, vor der Jürgen Bartsch gescheitert ist. Dort suche ich Trost, auch für ihn. Seit 1986 ist er bei der Freien Theatergruppe Zinnober als Schauspieler, Regisseur und Autor dabei. Ich war bei der Gruppe Zinnober, die haben ganz deutlich für sich gesagt, wir können keinen Text, den es schon gibt, spielen. Wir meinen etwas, das auf dem Weg zu diesem Text sehr leicht verschwindet und wir müssen uns deshalb die Mühe machen, zum Beispiel den Weg zu Hamlet zu spielen. Da bin ich ins Spielen gekommen, ins Beobachten von Spielen und das hat mich bestärkt, meine Texte so zu schreiben, wie ich es tue. Und da haben wir mit Tschechow begonnen, das waren gar keine Stücke, das Moskauer Bett haben wir das genannt, ein Teil war eine Erzählung, der Schwanengesang war dabei. Wir wollten eine Nacht errichten, in der ein Dialog entsteht. Im Frühjahr 1989 verließ Zieger die DDR während eines Auftritts im Westen und ging nach West-Berlin, um von dort nach Montpellier zu ziehen.
vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass ihr jetzt die eure werde und die große Lehrerin. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet eure Schlechterei. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei. Vorwärts und nicht vergessen, die Frage korrekt gestellt. Willst du hungern oder essen? Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt? 1990 erschien Ziegers erster Lyrikband mit dem Titel 1965. Sein Roman Der Kasten beendete er Mitte der 90er Jahre. Von 1989 bis 1995 habe ich in Frankreich gelebt. Hier konnte ich Prosa schreiben. Mein Roman, mit dem ich eine Rückkehr an den verlassenen Ort unternommen habe. Ich habe versucht, die Kälte der Kälte zu messen, auch die der Nostalgie und ihrer Selbstvergessenheit. In Vorbereitung zu dieser Ausstellung traf ich auch den Autor Gerd Neumann, der Ulrich Zieger um 1980 in Leipzig kennenlernte. Für Ulrich Zieger war die Begegnung mit Neumann wesentlich, auch für seine Entscheidung, Schriftsteller zu werden. Neumann hob im Gespräch die Wahrnehmung und die Erinnerung von Ziegers deutlichem Talent und seiner starken Präsenz als Schauspieler auf der Bühne hervor. Ulrich Ziegers Weggang in den Westen deutet Gerd Neumann auch als Versuch, dem geschlossenen Kreis des Literaturzirkels des Prenzlauer Berges zu entkommen, der Beschädigung und dem sich beschädigen lassen, sei Ulrich Zieger dabei auch im Fortgang der Zeit, vor allem durch die Vorgänge um den Geire Verlag, nicht entgangen. Im Jahr 1992 arbeitet Zieger am Drehbuch für den Wim Wenders Film In weiter Ferne so nah. Aber dann rief mich Wim Wenders an und hatte die Idee, einen Film zu drehen, für den er kein Drehbuch hatte. Er fragte mich, jetzt hätte ich mal nach vorne gehen sollen, ob ich mir vorstellen könnte, da was zu schreiben, und da stellte sich heraus, dass er meine Stücke gelesen hatte. Wir hatten nur einen Monat Vorlauf, dann fing er an zu arbeiten. Ich habe parallel zu den Dreharbeiten das Buch geschrieben. Es gab eine Menge Gründe für mich, das zu machen. Einer der Hauptgründe war Otto Sander. Das war die Spur, da könnte ich ganz was anderes machen als Handke. Das könnte so etwas werden wie die andere Farbe. Hauptsächlich zeichnet der Schriftsteller für die Dialoge verantwortlich. Im Jahr 1992 erkrankte Zieger schwer, sodass große Teile des Drehbuchs im Krankenbett der Berliner Charité entstanden sind. Wim Wenders besuchte den Autor dort und unter Zeitdruck entwickelte sich Drehbuch und Film fast zeitgleich. Der Film kam 1993 in die Kinos. Seit Ende der 90er Jahre beauftragten ihn zahlreiche Bühnen mit dem Verfassen von Theaterstücken, darunter das Thalia-Theater Hamburg, die Schaubühne am Leniner Platz und das Theaterhaus Jena. Zieger pendelt zwischen Montpellier und Berlin.
In den Jahren nach der Jahrtausendwende veröffentlichte Zieger vor allem Lyrik. Unter anderem erschien 2010 der Gedichtband L'Atelier, die Werkstatt, in einem französischen Verlag in deutscher und französischer Sprache. Der Schriftsteller arbeitet und wohnt im letzten Lebensjahrzehnt wieder überwiegend in Montpellier. Im Februar 2015 erschien im Fischer Verlag Ulrich Ziegers weiterer und zugleich letzter Roman seit 20 Jahren unter dem Titel Durchzug eines Regenbandes. Ich bin ja ursprünglich Maler und die Idee des Triptychons, aber nicht im Sinne von Altar, sondern wie Bacon, drei Einblicke in Zeit und Raum. Das hat mich immer fasziniert und ich wollte sowas schreiben, ohne zu wissen, ob das geht, weil das ja eine absolut malerische Form ist. Das ist ja genannt links, Mitte, rechts und der erste Teil spielt absolut in Südfrankreich. Der zweite Teil spielt in der DDR, aber in vollkommen hitlerwälterischer Provinz, so 1969. Da habe ich mich noch mal erinnert, wie das war mit den Beatles und solchen Sachen. Da gab es einen Typen, der rannte rum wie George Harrison. Der hat mich immer fasziniert. Und deswegen habe ich versucht, über den noch mal in diese Zeit zu gehen. Und der dritte Teil, das ist dann das Flachland. Das ist irgendwo in Niedersachsen, in der Lüneburger Heide. Also der Süden ist drin, der Osten und der Norden. Was fehlt, ist sicher der Westen, aber ein Triptychon ist eben nur drei. Da kann man nicht alle vier Richtungen. Als ich noch Königin war von Arkadien, hatte Soldaten ich und Macht. Ich war Strategin und Weltenplanerin, die ums Leben man hat gebracht. Doch zugleich mit meinem Leben verlor ich auch mein Hab und Gut. Wie gerne würd ich dir sonst geben, mein Königreich, mein Herz, mein Blut. Als ich noch Königin war von Arkadien, als ich noch Königin war von Arkadien. Als ich noch Königin war von Arkadien, tanzte die Ka-Ka jedermann. Er lockerte die müden Wadien und jeder rief, ich kann Ka-Ka. Speziell Paris war drop im Fieber, alle Herzen wurden schwach. Der Komponist war kein Pariser, er kam aus Köln, Schaffenbach. Als ich noch Königin war von Arkadien, als ich noch Königin war von Arkadien, als ich noch Königin war von Arkadien, reichte Männer ideal. Ich konnt mich ihrer kaum erwehren, ich hatte stets die Qual der Wahl. Jetzt sieht mich keiner mehr der Männer, weil ich ja nur ein Schatten bin. Ich bin ein alter Bilderrahmen.
Königin mal von Arkadien, als ich noch Königin mal von Ziegers letzter Romangruß gliedert sich in die erwähnten drei Teile, die wie drei kunstvolle Kettenglieder nebeneinander liegen, da sich ihre unterschiedliche Größe und Beschaffenheit nicht zum Verbund fügen wollen. Es ist ein Bild, ausgestattet mit Ulrich Ziegers tiefer Kenntnis vom Nachbarn und Übermieter, vom unbewussten Untermieter, von Frau und Kind, mit seiner Verkettung von Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, mit der Skalpierung des Zeitgeistes, mit dem Fahnenschwingen, dem Taschentuchschwingen, dem Verrat, dem langsamen Verfall, der Endzeit, der Tristesse ohne Hintertür, dem Besäufnis und Chapeau. Es ist eine meandernde, ungebremste Sprechlust, ein Auf- und Absteigen in ungekannten Terrain, Halluzinationen, Tagträume, seltsame Wendungen, Urknall und seine Entladung, Brechung und Schieflage und der Durchzug eines Regenbandes. In den letzten Monaten vor seinem frühen Tod konzentriert sich Ulrich Zieger auf die Arbeit an einem Theaterstück mit dem Titel »Die Mühsal Blättermagen«. Es bleibt fragmentarisch notiert auf einer losen Zettelsammlung, ist aber wie alle Arbeiten Ziegers durchdrungen von seiner sonderbaren Sonderbegabung, die Ernstes, Melancholisches mit Karlauer und Slapstick auf ein poetisches Motorboot zu setzen vermag. Diese schon früh angelegte freie Assoziation in der Verknüpfung auch von Alltagsworten, die neben dem Klischee und der verbrauchten Form liegen, bringt in Ziegers lautsprachlichem und inhaltlichem Aneinanderlegen eine Energie der Irritation hervor. Deutlich wird das schon im Titel, den man als durchaus Ziegeresk bezeichnen kann. Mühsal, Mühe und Beschwerde im verstärkten Sinn. Blättermagen, auch Buchmagen, Psalter, Kalender oder Löser genannt, ist eine Abteilung der Vormägen der Wiederkäuer. Bei Rindern hat er etwa die Größe eines Medizinballs. Seinen Namen verdankt er den im Inneren ausgebildeten etwa 100 Schleimhautfalten, die wie Blätter eines Buches erscheinen. Auf- und Entladung von Bedeutung und Inhalt durch das Zusammentreffen zweier Begriffe, die zum einen eine Bereicherung des Themas sind, wie zum anderen im Kontext einer Material- und Blättersammlung zu einem Theaterstück auf den Prozess der Schreibarbeit und das Unabgeschlossene des Arbeitsweges hinweisen. Die wiederkehrenden Themen seines Schreibens verhandelt auch dieses Stück. Die Herkunft aus der Provinz, den Auszug in die Welt, um das Fürchten zu lernen, den Gesang an unpassender Stelle, den Durst, das Gespräch, dem die Zuluft fehlt und der Abschied aus einer Lebens- oder Textlage in das Ungewisse des nächsten Wortes. Die Sprechenden sind nicht dieselben wie die, die das Sprechen erkennen. Die Liebenden sind nicht dieselben wie die, die die Liebenden trennen. Die Sinnenden sind nicht dieselben wie dieselben wie die, die alles verstehen. Die übrigen sind nicht dieselben wie die, die alles verstehen.
verstehen. Ich bin übrigens Ulrich Zieger dann in diesem Jahr in einer Nacht im Juli doch noch begegnet. Ich betrete mit dem Bewusstsein einer vergangenen Zeit im Traum einen wachsenden Hinterhof wie eine schwarz-weiße Filmvorführung. Von dort komme ich in ein Gartenhaus, Treppen, auf denen Menschen sitzen. Ein Raum mit einer Bühne, auf der zwei Personen, einer ist Ulrich Zieger, unabhängig voneinander Dinge sagen, deren Zusammenhang sich mir nicht erklärt. Das Publikum interessiert sich nur nebenbei für den Auftritt. Es ist laut, es wird geraucht. Ich trete nah an die Bühne heran. Plötzlich sackt Zieger in sich zusammen. Unklar ist mir, ob das Teil der Darbietung ist. Er kommt zum Liegen. Sein Kopf ist an die Wand gelehnt. Da ich direkt an der Bühne stehe, begegnen sich unsere Augen. Später gehe ich zu meiner Tasche, die im Hof steht. Nachdem ich etwas Geld entnommen habe, überlege ich, ob ich sie weiterhin so offen auf der Bank stehen lasse. Da fällt mir ein, dass ich ja ein Zeitreisender bin und mein Gepäck wie ich nicht sichtbar ist. Die Fortsetzung des Traums erfolgt in heutiger Zeit, in der ich auf eine Frau treffe, die den Schriftsteller kannte und in einem großen Schrank, einem Küchenbuffet, zahlreiche Bilder grob übereinander gestapelt lagert. Es scheinen mir malerische Versuche in die verschiedensten Richtungen zu sein. Die Frau erzählt mir, dass sie Ulrich Zieger nie verstanden hätte. Sie verschließt das Buffet wieder und ich verlasse die Wohnung. Und so wollen wir versuchen, das Schließfach zu buchen, beziehungsweise das Buch zu schließen, beziehungsweise etwas Neues zu beginnen, beziehungsweise das Alte aufhören zu lassen. Doch werde ich die Mappe dieser Eröffnungsrede erst schließen, wenn ich mich bei allen Händen und Köpfen bedankt habe, die zum Zustandekommen der Ausstellung etwas beigetragen haben. Ich bin natürlich auch den zahlreichen Leihgebern zu Dank verpflichtet, insbesondere auch der Familie von Ulrich Zieger. Des Weiteren wurde das Projekt zu großen Teilen durch volkseigene Gelder des Bezirksamtes für Kultur Pankow ermöglicht und natürlich durch die Galerie und ihren Kunstverein. Ich möchte nicht zuletzt an dieser Stelle auf das Septemberheft der Literaturzeitschrift Abwärts aufmerksam machen. Das im Zusammenhang mit dieser Ausstellung mit einem Zieger-Spezial erschienen ist. In ihm haben bis dato unveröffentlichte Texte Ziegers, Erinnerungen von Freunden und zahlreiche Abbildungen seiner Zeichnungen ein Obdach gefunden. Das Heft wird ausführlicher am 12.10. in der Galerie in einer Lesung präsentiert. Des Weiteren lade ich Sie ein, dieses Wochenende zu einem Zieger-Wochenende werden zu lassen, denn wir haben gleich morgen unsere erste Veranstaltung mit dem Titel In Anwesenheit einer Figur, Texte und Musik von und zu Ulrich Zieger, ein Abend, der von wirklich engen Freunden, Freundinnen und Freunden Ulrich Ziegers gestaltet wird. Ich bin morgen ab 13 Uhr in der Galerie, sodass Sie auch im Vorfeld schon zu einer persönlichen Führung oder auf einen Kaffee vorbeikommen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Ausstellung ist eröffnet. Ich habe einmal gesagt,